Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 4, Beratung der Unterrichtung durch die Bundesregierung zu ihrer Umsetzungsstrategie Digitalisierung gestalten. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 60 Minuten vorgesehen. Ich höre keinen Widerspruch, dann ist es so beschlossen. Dann eröffne ich die Aussprache und erteile das Wort der Staatsministerin im Kanzleramt, Dorothea Beer. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Von Thomas Edison ist der Satz überliefert, der Wert einer Idee liegt in ihrer Umsetzung. Und das gilt selbstverständlich auch für die Ideen, die wir als Bundesregierung im Rahmen Digitalisierung gestalten und vor allem auch Digitalisierung treiben wollen. Deswegen haben wir erstmals eine Umsetzungsstrategie vorgelegt im Vergleich zur digitalen Agenda in der letzten Periode, die definieren soll, was wir wollen, aber vor allem auch, wie wir es umsetzen wollen, weil wir festgestellt haben, dass darin der ganz besondere Wert liegt, dass wir konkrete Schritte haben. Wir haben nachprüfbare Schritte zu allen einzelnen Handlungsfeldern. Die Umsetzungsstrategie gibt es einmal ausgedruckt auf Papier, ganz analog, und einmal gibt es es auf digitalmadein.de, Herr Kollege, weil wir eben unsere Digitalisierung gestalten, sowohl als auch und nicht entweder oder. Ja, und wir wollen es niederschwellig für diejenigen machen, die sich nicht für über 1.000 Euro ein iPad leisten können. Unser Ziel ist ganz klar, wir wollen jede Bürgerin und jeden Bürger in die Lage versetzen, den digitalen Wandel selbstbestimmt mitgestalten zu können und vor allem verantwortungsvoll mit den Risiken umzugehen. Und dafür braucht es zuallererst digitale Bildung, auch und gerade in unseren Schulen. Der Weg für den Digitalpakt Schule ist nun geebnet. Das war überfällig, und ich gebe zu, dass es zeitweise auch eine sehr unschöne Diskussion war. Wir können auch nicht damit zufrieden sein, sondern wir müssen uns schon ein bisschen davon lösen, zu meinen, dass wir innerhalb der Bundesländer untereinander in einem Wettbewerb stehen, miteinander konkurrieren. Und unsere erste Konkurrenz ist auch nicht unbedingt Frankreich oder Großbritannien, wobei in Großbritannien schon jedes Kind 50 Minuten Programmierunterricht in der Grundschule hat, sondern wir haben den sogenannten War of Talents, der global ist und der uns auch als Deutschland, aber vor allem auch als Europa in eine Sandwich-Position bringt zwischen dem Silicon Valley auf der einen Seite, aber vor allem auch China auf der anderen Seite. Und da geht es nicht nur darum, dass wir uns daran messen lassen, sondern wir müssen uns auch daran messen lassen wollen. Und es geht auch nicht mehr nur darum, dass wir sagen, Mathe, Deutsch, eine Fremdsprache ist wichtig, sondern wir müssen auch einen digitalen Kanon von Grundfertigkeiten für unsere Kinder mit auf den Weg geben, weil es eben nicht nur um die alteingeübten Schulfächer geht. Es geht eben auch um Computational Thinking, es geht um Programmieren, es geht um Datenanalyse, es geht um Robotik, es geht um Kollaboration, es geht aber auch um so Themen wie digitale Ethik, neue Formen der Problemlösung, unternehmerisches Handeln, Durchhaltevermögen, und die Liste könnte man immer so weiterführen. Und wir müssen auch ganz besonders uns um die Eltern kümmern, weil man schon immer sehr stark merkt, dass schon in den unteren Stufen darauf geachtet wird, wann wird mein Kind in 10 Jahren, in 15 Jahren, in welchem Bereich, in welchem Beruf mal tätig sein. Und ich weiß, dass es für viele dann nicht beruhigend ist, wenn man ihnen sagt, dass die Berufe, in denen die Kinder mal tätig sein werden, bislang noch überhaupt nicht existieren. Das heißt, wir haben im Moment auch nicht diesen besonderen Riss, den wir manchmal haben zwischen den Bundesländern, sondern zeitweise noch nicht einmal zwischen den einzelnen Schulen, sondern in den einzelnen Klassenzimmern. Und ich habe festgestellt auf der Bildungskonferenz, die ich im letzten Jahr im Kanzleramt hatte, dass der Wunsch aller Beteiligten war, dass sich hier auch der Bund noch stärker einbringt, weil wir auch eben so einen Grundwertekanon brauchen. Und das sind wir auch als Bundespolitiker mehr denn je gefragt, auch wenn es vielleicht noch nicht jeder Landesvertreter gerne hören würde. Natürlich endet die digitale Kompetenz nicht in der Schule, auch in der Weiterbildung. Da haben wir die nationale Weiterbildungsstrategie, da wurde schon viel darüber berichtet. Aber es geht auch um das Thema Innovation und digitale Transformation. Auch hier haben wir ganz klare Ziele, besonders im Bereich der künstlichen Intelligenz. Da wollen wir nicht nur führend sein in der Forschung, das sind wir in großen Teilen, aber wir wollen auch bei den universitären Ausgründungen besser werden, um da auch ein weltweit führendes Niveau zu haben, um die Entwicklung zu prägen. KI als wichtigster Innovationstreiber, der jetzt schon Branchen und Märkte komplett umpflügt, keinen Stein auf dem anderen lässt. Und wir sind hier in der ersten Liga.
was die Forschung betrifft. Wir investieren aber trotzdem noch mehr in Erforschung, in Entwicklung und in Anwendung. Und die 3 Milliarden sind ja auch schon oft besprochen worden, aber wenn man sich noch mal anschaut, wie es mit der Kofinanzierung ist, von Projekten durch die Industrie, durch regionale Förderprogramme der Bundesländer, haben wir unter einem Strich sofort schon 6 Milliarden Euro. Das ist in Europa absolute Spitze. Wir schaffen zudem 100 zusätzliche KI-Professuren. Auch das ist ein ganz klares Signal an die Forscherszene. Und ich darf an der Stelle auch schon mal einen Gruß nach Heidelberg schicken an die Forscherinnen und Forscher, die jetzt auch dafür sorgen, dass Brustkrebs beispielsweise besser erkannt werden kann. Da können wir schon sehr stolz sein, was an unseren Universitäten geleistet wird. Aber Digitalisierung ist nicht nur Technik, ist auch kein Selbstzweck, sondern für uns steht jede Bürgerin und jeder Bürger im Mittelpunkt. Wir wollen eine Lebenserleichterung dadurch schaffen. Wir wollen eine Gesellschaft im digitalen Wandel. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir für unsere Werte, deswegen ja auch als Deutschland eine Datenethikkommission, mittel- und langfristig auch global die Gewinner sein werden. Und auch wenn wir vielleicht in unserer Kultur nicht in Jahrhunderten denken, in der tatsächlichen Umsetzung, wie das andere Nationen machen, müssen wir uns vielleicht auch ein bisschen davon lösen, nur in reinen Geschäftsjahren zu denken und auch darüber hinausgehen. Zum Thema digitaler Staat hoffe ich, haben wir bald mal noch eine extra Debatte. Da komme ich jetzt leider nicht mehr dazu. Aber abschließend würde ich vielleicht gerne noch auch auf neben der Technik, neben der Ethik und den Werten darauf hinweisen, dass abgewandelt von der berühmten Rede von Roman Herzog auch ganz dringend ein digitaler Ruck durch Deutschland gehen muss, dass wir auch mal neue Wege gehen müssen, neu denken, Gewohntes hinterfragen müssen. Und vielleicht ist es schon bei den kommenden Haushaltsberatungen der Fall, wenn wir auch mal schauen, ob wir auch mehr in Investitionen ausgeben, weniger in konsumtive Ausgaben. Da können wir es zeigen und vielleicht lassen wir auch mal im Sinne einer Generationengerechtigkeit mit dem Schwerpunkt Zukunftsthemen eine KI den nächsten Bundeshaushalt aufstellen. Vielen Dank. Die Staatsministerin für Digitalisierung, Dorothea Beer, hat hier noch einmal das Konzept dargestellt. 5 Handlungsfelder der Digitalstrategie hat die Bundesregierung definiert. Digitale Kompetenz, Infrastruktur, Innovation, Gesellschaft im digitalen Wandel und moderner Staat. Und die nächste Rednerin ist Joanna Kottar, eben noch bei uns im Interview von der AfD. Arbeit 4.0, Gigabit-Gesellschaft, Big Data, Disruption, Buzzwörter, die mittlerweile in keiner einzigen Bundestagsrede mehr fehlen dürfen. Sie sollen zeigen, wir haben verstanden, die Regierung kümmert sich. Die Reden klingen gut, die Versprechen sind groß, doch die Realität sieht leider anders aus. Das wichtige Querschnittsthema Digitalisierung wird in dieser Bundesregierung eben nicht wirklich ernst genommen. Das wird auch in diesem Umsetzungspapier sehr deutlich. Es ist reines Stückwerk und keine koordinierte Strategie, symptomatisch für die Digitalpolitik der Bundesregierung. Es gibt in Deutschland kein Digitalministerium, in dem alle Fäden zusammenlaufen. Jeder kocht sein eigenes Süppchen. Es gibt eine Digitalstaatsministerin ohne eigenes Budget, eine Abteilung für Digitalpolitik im Kanzleramt, ein Digitalkabinett und ein Digitalrat. In allen Ministerien gibt es unzählige Referate, Abteilungen, Projekte, Kommissionen und Agenturen, die sich um die Digitalisierung kümmern. Alle wollen sie mitreden und niemand hat den Überblick. Und genau das ist einer der Hauptgründe, warum all die schönen Versprechen in Sachen Digitalisierung, die wir seit Jahren hören, nicht umgesetzt werden. Etwas zur Chefsache zu erklären, meine Damen und Herren von der Regierungsbank, sieht wirklich anders aus. Ein Beispiel. Jahr für Jahr verspricht uns die Regierung schnelles Netz für alle. Schon 2009 versprach Angela Merkel flächendeckendes Breitband für alle bis 2010. 2010 wurde das Versprechen wieder einkassiert. Dafür versprach die Kanzlerin dann, dass bis 2014 75% der Haushalte über mindestens 50 Megabit verfügen sollten. Bald gab sie auch zu, auch das wird nichts. Dann ein neues Versprechen. Spätestens 2025 werde Deutschland mit Gigabit-Netzen die beste Infrastruktur der Welt haben. Und schon jetzt wissen wir, auch dieses Ziel wird nicht erreicht werden. Eine Bankrotterklärung, liebe Bundesregierung. Bei Internetgeschwindigkeiten liegt Deutschland im internationalen Vergleich auf Platz 25 hinter Ländern wie Rumänien oder Lettland. Beim Mobilfunk sieht es nicht viel besser aus. Das weiß jeder Bürger, der verzweifelt versucht, bei Bahnfahrten längere Telefonate zu führen. Eines der wichtigsten Themen der heutigen Zeit, Cybersecurity. Ohne Sicherheit ist diese schöne neue Welt nichts wert.
Auch die Regierung möchte die Cybersicherheit stärken und gründet dafür mal wieder eine Agentur. Wir haben ja davon so wenig. Gleichzeitig möchte die Regierung aber nur ihr bekannte Sicherheitslücken in IT-Produkten nicht schließen, sondern nutzen, wohl wissend, was für Schäden solche Exploits anrichten können. Und Backdoors in Soft- und Hardware werden auch nicht abgelehnt. Die Überwachung muss schließlich umfassend sein. Mit Verlaub, so steigern Sie die Sicherheit nicht. So fahren Sie auch das Thema Cybersecurity an die Wand, meine Damen und Herren. Und wenn ich dann lese, dass man sich in dem Papier auch über das Internet auslässt und die Medienkompetenz der Menschen stärken will, dann schlage ich vor, dass wir hier gleich im Bundestag und auch auf EU-Ebene beginnen. Wer allen Ernstes die Freiheit des Internets mit der Einführung von Upload-Filtern zerstören möchte, wer Zensur im großen Stil einführen möchte, weil er nicht verstanden hat, dass Algorithmen völlig ungeeignet sind, um Urheberrechtsverletzungen zu erklären, der sollte bei digitalen Themen schlicht den Mund halten, liebe Kollegen von der Union und der SPD. Im Koalitionsvertrag haben Sie Upload-Filter als unverhältnismäßig abgelehnt, nur um dann auf EU-Ebene umzufallen und genau diese Filter zu beschließen. Eine Petition von mit fast 5 Millionen Unterschriften interessiert Sie nicht. Beschwerdemails von jungen Menschen werden ignoriert. Ja, mehr noch, sie werden von Ihnen wahlweise als Bots oder als Mob beschimpft. Schämen Sie sich, meine Damen und Herren, schämen Sie sich in Grund und Boden. Ihr Koalitionsvertrag ist das Papier nicht wert, auf dem er steht. Und das ist mit dieser visionslosen Umsetzungsstrategie für die Digitalisierung leider nicht anders. Viele Worte, verstreute Einzelmaßnahmen, wenig dahinter. So bringen Sie Deutschland nicht nach vorne. Und das Nachsehen hat wieder einmal der Bürger. Sagt Johanna Cotard von der AfD. Der nächste Redner in der Debatte zur Umsetzungsstrategie Digitalisierung der Bundesregierung kommt von der SPD. Es ist der zuständige stellvertretende Fraktionsvorsitzende Sören Barthol. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren auf den Besuchertribünen und vom Fernsehen. Deutschland gilt ja in vielen Fragen als fortschrittlich. Unsere sozialen Sicherungssysteme, die duale Ausbildung, Handwerk, Maschinenbau und unsere Universitäten. Für das Thema Digitalisierung gilt das nicht. In den meisten digitalen Rankings befindet sich Deutschland im Mittelfeld, in manchen taucht es gar nicht auf. Kurzum, es besteht Nachholbedarf. Deutschland kann, will und muss digitaler werden. Die gute Nachricht, wir sind dabei. In ihrer Umsetzungsstrategie Digitalisierung gestalten hat die Bundesregierung konkret auf 5 Handlungsfeldern zusammengefasst, was jetzt und in den nächsten Jahren passieren muss. Nur so können wir als Gesellschaft unsere Lebensqualität weiter steigern, unser wirtschaftliches und ökologisches Potenzial entfalten und den sozialen Zusammenhalt bewahren. Dafür brauchen wir eine kluge Bildungs- und Industriepolitik und eine intelligente Steuergesetzgebung. Nach der gestrigen Einigung im Vermittlungsausschuss steht mit den 5 Milliarden Euro starken Digitalpakt beispielsweise das nötige Geld für den Bildungsbereich jetzt endlich bereit. Unsere Schulen können es brauchen. In Finnland etwa gehören interaktive Tafeln zum Alltag. Es wäre schön, wenn sie auch in unseren Klassenzimmern bald zum Standard gehörten, wenn sich Schülerinnen und Schüler nicht nur zu Hause, sondern auch in der Schule im digitalen Zeitalter befänden. Bildung und Qualifizierung sind neben digitaler Infrastruktur die Schlüsselelemente, damit alle von der Digitalisierung profitieren. Folgerichtig stehen sie im Zentrum der Arbeitsmarktpolitik unseres Bundesarbeitsministers. Qualifizierungsoffensive und nationale Weiterbildungsstrategie stellen sicher, dass sich nicht nur Berufe, sondern auch die Menschen verändern und weiterentwickeln können. Finanziert von der Bundesagentur für Arbeit sichern wir so auch die Zukunft der Arbeit. Es ist wichtig für den Einzelnen, für unsere Unternehmen, die dringend ausreichend und gut ausgebildete Fachkräfte benötigen. Kurz, es passiert jetzt das, was passieren muss für unsere, für Deutschlands digitale Zukunft. Selbstverständlich sind auch die Unternehmen gefragt, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen. Es ist wichtig, dass sie jetzt auf neue Produkte setzen und in Innovation investieren. Dabei geht es nicht nur darum, bestehende Geschäftsmodelle zu digitalisieren. Nein, es geht auch darum, neue digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und hier brauchen wir steuerliche Anreize. Und dafür werden wir zum Beispiel die steuerliche Forschungsförderung, insbesondere für kleine Unternehmen, zügig auf den Weg bringen. Im vergangenen Jahr hat die Bundesregierung auch ihre Strategie zur künstlichen Intelligenz vorgestellt und die Enquete KI wurde hier im Deutschen Bundestag ins Leben gerufen. Die KI-Strategie hat eine zentrale Bedeutung für Deutschlands Zukunft. Künstliche Intelligenz gilt als Schlüsseltechnologie, um unseren Wohlstand zu wahren und global wettbewerbsfähig zu bleiben. Zugegeben, auch hier sind wir spät dran. Dafür gehen wir das Thema jetzt umso konsequenter an.
An der Seite Frankreichs haben wir hier die Chancen, uns gut aufzustellen. Dafür werden wir unsere Expertise und Infrastruktur ausbauen und für mehr qualifizierte Arbeitskräfte im Bereich KI sorgen. Mit den in der KI-Strategie vorgesehenen 12 KI-Zentren, den 100 zusätzlichen Professuren und einem deutsch-französischen KI-Cluster tun wir genau das. Die hierfür vorgesehenen 3 Milliarden € sind gut investiert. Studien sagen, dass wir unser Bruttoinlandsprodukt alleine durch die KI bis 2030 um 11% steigern könnten. Das heißt, wir müssen unsere KI-Strategie jetzt zügig auch umsetzen und sie mit einer klugen Datenpolitik unterstützen. Daten sind die Grundlage, die Basis jeglicher KI. Wer die Daten hat und mit ihnen umgehen kann, der hat die Macht. Und der sorgt für die Innovation für morgen. Und genau das beobachten wir, wenn wir uns die wachsenden Marktanteile der Tech-Giganten anschauen. Und deshalb müssen wir über Anreizsysteme nachdenken, wie Unternehmen und Forschungseinrichtungen in Deutschland qualitativ hochwertige Daten bekommen und damit auch arbeiten können. Daten sind bisher meist in der Hand einiger weniger Konzerne, vorwiegend aus China und den USA. Und deren angloliberalen oder staatlich autoritären Ansatz können wir weder nachahmen, noch wollen wir das. Diese Konzerne haben aber auch auf dem europäischen Markt quasi Monopolstellung erreicht. Das verhindert Innovation kleiner, mittelständischer europäischer Unternehmen. Das kann weder im Sinne des Staates noch der Gesellschaft, aber es kann auch nicht im Sinne der Wirtschaft sein. Und deshalb sorgen wir jetzt für die richtigen Rahmenbedingungen und wir sorgen dafür, dass gesellschaftlich am Ende alle von der Digitalisierung und dem dadurch erwirtschafteten Wohlstand profitieren. Das ist für uns Sozialdemokraten. Ja? Warte, gestatten Sie eine Zwischenfrage als Kollegen aus der AfD? Ja. Bitte. Herzlichen Dank für die Zwischenfrage, für die Genehmigung der Zwischenfrage. Ich habe eine konkrete Frage an Sie. Sie sagen, es muss überall was getan werden, gerade Unternehmen und so weiter und so fort. Was machen Sie denn konkret? Sie haben über Infrastruktur gesprochen, über die Bedeutung dessen. Bitte vergegenwärtigen Sie sich mal die Zahlen. Wir haben in dem Fall in Asien, nehmen wir Japan, Südkorea, Länder, die mit 50 bis über 70% mit Glasfaseranschluss angeschlossen sind. In Deutschland sind wir bei, ich gehe davon aus, Sie dürften es wissen, 2%, circa 2%. Was macht denn der Staat hier, um entsprechende Infrastruktur bereitzustellen? Gerade die mittelständische Wirtschaft braucht das. Gerade in dem Fall, wenn man über, das ist ja auch ein Thema Ihrer Partei, was ich auch vollkommen sinnvoll sehe, Thema wie Homeoffice. Was machen Sie denn in dem Falle, um hier die Anbindung zu gewährleisten? Was tun Sie? Welche Ziele haben Sie denn? Oder aber mal ganz konkret, bis wann wird das denn erhöht? Bis zu welchem Jahr haben wir mindestens 30% Glasfaseranschluss? Bis zu welchem Jahr 50%? Werden Sie doch bitte mal einmal konkret, außer in dem Fall allgemein abstrakt, weiterzureden. Bitte um konkrete Aussagen. Ja, Herr Präsident, ich halte die Uhr jetzt mal für eine Stunde an, um sozusagen die Infrastrukturstrategie der Koalition zu erklären. Nein, eine Stunde wird es nicht werden, Herr Bartol. Das war ein kleiner Spaß. Das ist eine typische AfD-Frage. Ne? Immer schön Fake News einflechten, falsche Daten. Ganz ehrlich, Sie müssen sozusagen einfach mal das zur Kenntnis nehmen, was wir machen. Wir haben nicht ein Breitbandförderprogramm, sondern wir sind jetzt wieder in einer Runde. Wir haben eine ganz klare Glasfaserstrategie. Wir kommen da auch voran. Und natürlich, Sie haben ja, ich habe das ja selber auch gesagt, wir müssen im Infrastrukturbereich auch besser werden. Und was auch wichtig ist, dass wir gerade, wenn wir über solche Themen wie 5G und auch andere Themen reden, dass wir uns nicht nur auf urbane Zentren konzentrieren, dass wir natürlich auch die Fläche in diesem Land mit anschließen. Aber genau das tut die Bundesregierung, genau das tut die Koalition in ihren Diskussionen, in den Fachausschüssen. Wir haben eine Digitalstrategie, das ist übrigens auch nicht die erste, sondern wir haben auch davor schon eine Strategie gehabt. Wir folgen und machen Punkt für Punkt, schließen wir die Dinge ab und ganz ehrlich, natürlich kommen wir auch voran. Und Sie müssen das Ganze einfach mal zur Kenntnis nehmen. Natürlich schließen wir immer mehr Menschen mit schnellem Internet an. Das können Sie ja nicht wirklich bestreiten. Und natürlich werden wir am Ende in Deutschland ein flächendeckendes, gut funktionierendes 5G-Netz haben. Und wir stellen jetzt gerade die Weichen, um das auch zu erreichen. Und das, was Sie tun, ist, den Standort schlecht zu reden, ohne eigene Antworten zu präsentieren. Ich habe gerade jedenfalls von meiner Vorrednerin dazu wirklich gar nichts gehört. Gar nichts. Genau. Ja, das war's, weil er hat mich eigentlich am Ende auch schon erwischt. Ja, vielen Dank nochmal für die Frage, dann konnte ich das nochmal ausführen und geben Sie doch vielleicht bei Ihrem nächsten Redner oder bei der nächsten Rednerin auch mal konkrete Antworten. Wir sind gespannt auf Ihre Ideen zur Zukunft Deutschlands. Dankeschön. Sören Bartol war das für die SPD. Der nächste Redner kommt von der FDP, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Frank Sitter.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit der Umsetzungsstrategie Digitalisierung gestalten hat die Bundesregierung eine Bestandsaufnahme von Vorhaben mit Digitalbezug vorgelegt. Das ist soweit ganz schön, da wir die solche Übersicht hatten wir bisher noch nicht. Vielen Dank erstmal dafür. Wenn das hier aber eine Strategie sein soll, dann muss ich leider davon ausgehen, dass es keine Strategie gibt. Und ich muss wahrscheinlich auch davon ausgehen, dass es keine mehr geben wird. Sie haben hier ein Sammelsurium vorgelegt von in Art, Bedeutung und Umfang äußerst unterschiedlichen Maßnahmen, ohne jegliche Priorisierung, ohne jegliche Gewichtung. Hier stehen zentrale Vorgaben wie künstliche Intelligenz und die so dringend wichtige Unterstützung des deutschen Mittelstands bei der digitalen Transformation neben banalen Einzelprojekten wie Verpackung und Kühlschrank denken mit. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, geclustert sind diese Maßnahmen nicht etwa nach inneren Zusammenhängen, nach verwandten Daten und Strukturen. Nein, man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen, nach Schlagworten des Koalitionsvertrags. Und Sie schauen mit diesem Papier ja noch nicht mal über die Referatsgrenzen einzelner Ministerien hinweg. Ich glaube, Strategie, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist das Vorliegende hier nicht. Aber wer soll in Deutschland, in der deutschen Bundesregierung, eigentlich eine wirkliche Strategie entwickeln? Bei aller Sympathie, Frau Staatsministerin Beer, ich würde es Ihnen ja auch persönlich wünschen und gar zutrauen, aber im Kanzleramt ist so eine Koordinierungsrolle völlig falsch angesetzt. Wir müssen das Silo-Denken der Bundesregierung endlich beenden. Und solange Sie Themen wie künstliche Intelligenz, digitale Start-ups und 5G getrennt voneinander sehen, so werden wir mit innovationsoffeneren Ländern nicht in den Dialog und erst recht nicht in den Wettbewerb treten können. Sie stellen hier eine Strategie nach der anderen vor, und zur selben Zeit werden in Deutschland Bestellknöpfe von Online-Anbietern verboten. Und wir wundern uns tatsächlich, warum es noch immer kein europäisches Google gibt. Wie soll unter solchen Rahmenbedingungen die digitale Transformation in Deutschland und Europa gelingen? Wir müssen endlich an die verkrusteten Strukturen ran. Wir brauchen jemanden, der ständige fachliche Koordination über alle Fachbereiche hinweg sicherstellt, auf allen Ebenen. Das kann nur ein Digitalministerium in Deutschland leisten. Und wenn wir über den Tellerrand hinausschauen wollen, und wenn wir wollen, dass aus Big Data Smart Data wird, dann müssen wir dafür sorgen, dass wir auf allen Ebenen auch digital effizienter politisch aufgestellt sind. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Deutschland muss digitaler, ja, es muss zukunftsfit gemacht werden. Wir nennen dieses Deutschland Smart Germany. Und als Service-Opposition werden wir Ihnen dieses Konzept in den nächsten Wochen und Monaten hier im Deutschen Bundestag vorstellen, haben damit ja auch bereits begonnen. Ich bitte Sie nur um eins. Im Namen der Freien Demokraten nehmen Sie das vorliegende Papier als das, was es ist, einen ersten Ausgangspunkt, eine Bestandsaufnahme. Mehr ist es leider nicht. Und bitte lösen Sie auch dieses Missverhältnis auf, dass wir auf der einen Seite von einer künstlichen Intelligenz reden, die uns droht, alle aufzuessen. Den Eindruck habe ich manchmal, und Sie plädieren jetzt hier dafür, dass diese künstliche Intelligenz den Finanzminister und die Haushalte ersetzt. Das ist doch alles sehr, sehr abenteuerlich. Ich freue mich auf weitere Strategien in den nächsten Monaten und Monaten. Vielen Dank. Frank Zitter von der FDP und die Liberalen, Sie sagen ja, es muss ein Digitalministerium geben. Nächste Rednerin ist Anke Domscheit-Berg von der Linken und sie ist Sprecherin für Netzpolitik. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir erleben mit der digitalen Revolution gerade einen der größten gesellschaftlichen Umbrüche seit Jahrhunderten, in dem eine der wichtigsten Aufgaben der Regierung darin bestünde, festzulegen, wohin die Reise geht, und davon abzuleiten, einen übergreifenden strategischen Plan, mit dem sie das Land auch gut in die Zukunft steuern kann. Was diese Bundesregierung jedoch vorgelegt hat, ist nicht einmal die Simulation einer gemeinsamen Strategie. Es ist eine 150 Seiten lose Blattsammlung von Digitalisierungsmaßnahmen. Von diesen unzusammenhängenden Einzelmaßnahmen enthält nicht eine einzige die simplen Mindestinformationen, wann sie anfängt, wann sie aufhört, was sie kostet und was eigentlich ihr Ergebnis sein soll. Die qualitativen Unterschiede sind dabei riesig. Das BMZ wird lobenswert konkret, aber andere Projektbeschreibungen sind der blanke Hohn. So nennt Gesundheitsminister Spahn für die Maßnahme digitale Kompetenz in Heilberufen
zwei praktisch inhaltfreie Umsetzungsschritte, nämlich erstens Priorisierung möglicher Maßnahmen, zweitens Umsetzung von Maßnahmen. Ja, was denn eigentlich? Minister Spahn scheint nur auf Fakten Wert zu legen, wenn er Frauen bevormunden kann. Bei seiner sinnlosen Studie zu seelischen Folgen von Abtreibungen weiß er nämlich ganz genau, wie viel Geld in welcher Zeit er ausgeben will. Übrigens 5 Millionen in 3 Jahren. Offensichtlich hat aber niemand die vielen Maßnahmen koordiniert. Sonst hätten die beiden Bundesministerien, die jeweils ein Projekt zur Förderung der Digitalkompetenz älterer Menschen im ländlichen Raum beschreiben, sicher gemeinsame Sache gemacht. Dann hätten alle Ministerien und nicht nur das Umweltministerium digitale Beteiligungsmöglichkeiten für BürgerInnen geplant und alle, nicht nur das Bildungsministerium, würden anstreben, ihre Arbeitsplätze attraktiver zu machen für Menschen, die nicht aus der Kreidezeit kommen. Dann stünde der Begriff Open Source auch nicht nur als einleitende Floskel im Kapitel Moderner Staat ohne einen einzigen Umsetzungsschritt danach. Nur bei einer einzigen Maßnahme geht es überhaupt um die Förderung von Open Source, nämlich in Afrika. Warum nur in Afrika? Warum nicht auch bei uns? Wie wenig die Bundesregierung weiß, was sie tut, merkt man, wenn man sich im Detail anschaut, wie sie ihre großspurigen Ziele umsetzen will. Bis 2025, so steht's da, soll in ganz Deutschland ein gigabitfähiges Netz vorhanden sein, auch im dünn besiedelten ländlichen Raum. Dafür will man Anreize für Glasfaserinvestitionen schaffen. Aber gleichzeitig will die Bundesnetzagentur der Telekom erlauben, in der Hausverkabelung die Datenübertragung aus Glasfasernetzen ihrer Konkurrenz bis zur Hälfte zu drosseln, damit ihr eigenes kupferbasiertes Netz schneller wird. Von diesem sogenannten Vectoring sagt uns der EU-Rechnungshof, dass es den Ausbau von Glasfaser in Deutschland aktiv behindert hat, gefördert mit Steuergeld. Das ist exakt das Gegenteil von einem Anreiz für Glasfaserinvestitionen und so irre, dass man es überhaupt niemandem mehr beschreiben kann. Die Förderung kommunaler Glasfasernetze, ein bewährtes Erfolgsrezept aus Schweden, kommt dagegen gar nicht vor. Man glaubt ja weiterhin, dass der Markt auch die digitale Daseinsvorsorge hinkriegt. Die Konsequenz: 80.000 Euro verlangt die Deutsche Telekom für 200 Meter Glasfaserverlegung einer Schule im bayerischen Wiesentau. Für die Bundesregierung ist das natürlich kein Problem, denn wenn die Telekom Kasse macht, freut sich der Finanzminister, der ist nämlich immer noch größter Einzelaktionär. Nur Gigabitnetze bis 2025 kriegen wir so garantiert nicht. Große Töne auch beim Mobilfunk. Deutschland soll 5G-Leitmarkt werden, die Funklöcher sollen endlich verschwinden. Ja, wie denn? Da steht, wir treffen mit Mobilfunkbetreibern klare Absprachen über bessere 4G-Flächenabdeckung und setzen Akzente für den Ausbau der 5G-Technologie. Als Mitglied im Beirat der Bundesnetzagentur weiß ich, was das heißt. 1000 Basisstationen für 5G sollen Anbieter aufbauen, ein 1/30 der bisherigen Netze. Das ist in der Tat erstmal nur ein Akzent. Funklöcher verschwinden offenbar, weil sie bald akzentfreie Versorgung heißen. Die Ausrichtung der Digitalisierung auf das Gemeinwohl fehlt weitgehend in der Umsetzungsstrategie, egal ob bei Glasfaser, Mobilfunk oder der Förderung von Start-ups. Ein Förderprogramm für gemeinwohlorientierte Start-ups sucht man vergeblich. Obwohl jedes zweite Sozialunternehmen staatliche Fördergelder als die am allerschwersten zugängliche Finanzierungsquelle nennt und jedes zweite soziale Start-up überhaupt keine eigenen Einnahmen hat. Wenn die Digitalisierung aber, wie das behauptet wird, vor allem Menschen dienen soll, müssen gerade soziale Innovationen, zum Beispiel für Bildung oder Umwelt, eine Chance bekommen, da sie gesellschaftlichen Nutzen stiften, für Risikokapitalgeber aber völlig uninteressant sind, weil ihr Zweck ja gerade nicht in der Profitmaximierung liegt. Kurz gesagt, das Papier bleibt im unzusammenhängenden Klein-Klein und es adressiert keine der wirklich großen Fragen dieser gewaltigen Transformation. So fehlte auch der Mut, sich der Frage zu stellen, wie wir denn unser Sozialsystem umgestalten wollen, können und müssen, damit es auch morgen noch funktioniert, wenn wir unsere Arbeitsplätze mit Robotern teilen. Diese Strategie ist leider eine Verschwendung kostbarer Zeit, die wir so dringend brauchen, um weitsichtige und kluge Politik für die Zukunft unseres Landes zu machen. Im Übrigen
finde ich, dass Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen absolut nichts im Strafrecht verloren haben. Paragraph 219a muss weg. Heute haben wir die Gelegenheit dazu. Dieses Haus kann namentlich darüber abstimmen. Ich gucke vor allem in die Richtung der SPD. Fragen Sie Ihr Gewissen. Stimmen Sie der Abschaffung von 219a zu. Vielen Dank. Ja, eines der Handlungsfelder der Digitalstrategie ist natürlich die digitale Kompetenz und da drin ist auch der Digitalpakt. Sie haben es mitbekommen, da gab es eine Einigung gestern und nachher wird es hier eine Abstimmung im deutschen Parlament über den Digitalpakt, die Grundgesetzänderung genauer gesagt, geben, mit Zweidrittelmehrheit notwendig. Jetzt nächster Redner, Dieter Janicek von den Bündnisgrünen. Zur künstlichen Intelligenz, die hätte letzte Woche ganz gut gepasst. Und liebe Dorobert, ich hätte heute gerne was gehört zum Thema, das heißt nämlich Umsetzungsstrategie für die Digitalisierung in Deutschland. Also das wäre auch mal ganz gut, wenn wir zur Sache reden, wenn wir über Digitalisierung reden und nicht nur das allgemeine Band aufmachen. Aber vielleicht mal einen Satz zum Zustand heute. Nach den Entscheidungen zu Uploadfilter, Leistungsschutzrecht rufen deutsche Start-ups zum Protest gegen diese Bundesregierung auf. Das ist der Zustand der Digitalisierung in Deutschland 2019. Jetzt schauen wir uns mal den Koalitionsvertrag an und gehen auf diese Umsetzungsstrategie ein. Sie haben ja ein neues Papier vorgelegt, ich glaube 111 Seiten mit einer ganzen Reihe von Vorschlägen. Sie haben aber auch einen Koalitionsvertrag, Sie haben eine Strategie Künstliche Intelligenz. Normalerweise, wenn man etwas voranbringen will, da gebe ich dem Kollegen von der FDP recht, dann versucht man es zu priorisieren, Budgets zu unterlegen, Ziele aufzuschreiben und zu sagen, gestern war ich dort und morgen bin ich da. Jetzt schauen wir in den Koalitionsvertrag rein. Sie hatten das Prinzip Digital First für die digitale Verwaltung vereinbart. Jetzt wäre es ja mal schön zu hören, welche Leistungen werden denn 2019/20 Services für die Bürger und Unternehmen angepasst? Wir hatten das Thema zur Endverschlüsselung im Koalitionsvertrag. Deutschland soll Verschlüsselungsland Nummer 1 werden. Das kenne ich ja von der CSU, Champions League die ganze Zeit. Und wenn man die ganze Zeit in die Champions League will, dann muss man auch mal so spielen und liefern auf dem Platz. Security by Design sollte gesetzlich verankert werden. Flächendeckender Glasfaserausbau bis 2025. Gut, 2025, da ist diese Legislatur schon rum. Was passiert denn in dieser Legislatur? Was passiert denn jetzt? Wie kommt der ländliche Raum ans Netz? WLAN an allen öffentlichen Einrichtungen des Bundes. Und viele von uns fahren ja auch mal mit dem Zug. Das wäre ja ganz schön, das auch in den Zügen zu haben, damit man dort arbeiten kann. Das wäre doch mal was. Wann kommt das? Wo ist die Strategie? Bundeseinheitliches E-Ticket für den ÖPNV. Wir Grüne sagen, wir brauchen einen Mobilpass. Wir wollen das bundesweit, dass man eine Leistung überall abrufen kann und durchkommt durchs Land. Wo ist da Ihre Initiative? Wann geht das endlich voran? Sie haben geschrieben, auch das unterstützen wir. Wir wollen den E-Sport vollständig als eigene Sportart mit Vereins- und Verbandrecht anerkennen. Wo ist da die Initiative? Wann kommt das? Wann ist das durch? Also, Ihr Strategiepapier, ich habe es übrigens falsch gesagt, ist nicht 111 Seiten lang, sondern nur 156 Seiten lang, 111 Einzelmaßnahmen, aber Sie leisten einfach keine Priorisierung. Keiner weiß im Jahre 2019, wo Sie 2020 oder 2021 stehen. Und Beispiel Datenökonomie, da haben Sie 56 Wörter in Ihrem Strategiebereich aufgeschrieben und da steht dann so allgemein drin, wir wollen die Fragestellung analytisch, konzeptionell aufarbeiten, strategische Ziele definieren. Naja, das kann man für jedes Themenfeld der Bundesregierung so aufschreiben, das ist aber keine Strategie. Also ich bitte Sie herzlich, kommen Sie endlich voran, liefern Sie, wir wollen wenigstens mal Anschluss finden an die skandinavischen Staaten, an Österreich, an Estland, wir wollen nicht weiter im unteren Feld der Bundesliga spielen, demnächst vielleicht in der zweiten Liga, wenn es so vorangeht. Dankeschön. Nadine Schön, CDU-CSU, die nächste Rednerin. Guten Morgen, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Wir haben heute erstmals die Gelegenheit, im Plenum über die Umsetzungsstrategie der Bundesregierung zu beraten, die ja im November vergangenen Jahres vorgelegt worden ist. Und wenn die Zuhörer auf den Tribünen oder am Fernsehen sich jetzt fragen, worüber reden die, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, das gedruckte Exemplar zu haben. Aber viel schöner ist eigentlich die Homepage www.digitalmadein.de. Da sieht man nämlich sehr transparent,
transparent, was alles diese Umsetzungsstrategie beinhaltet. Und da will ich doch mal einige Sachen klarstellen und richtigstellen, die bei den Vorrednern wirklich auch falsch gesagt worden sind. Erst einmal finde ich bemerkenswert, Herr Sitter von der FDP, wenn die FDP grundsätzlich immer sagt, dass wir zu kurz denken und nicht ambitioniert genug sind, aber dann, wenn Frau Bär entweder von Flugtaxis redet oder davon, KI auch in der Bundesverwaltung einzusetzen, gleich kritisiert, das sei doch viel zu abgehoben und wie könne man denn schon so weit denken. Also da müssen Sie sich schon mal entscheiden, ob Sie Zukunft wollen oder nicht. Was wirklich gut ist an der Strategie: Zum ersten Mal werden alle Maßnahmen der Bundesregierung sehr transparent aufgearbeitet, übersichtlich gegliedert, Ziele definiert, mit Zeitplan und mit Umsetzungsschritten. Das Ganze ist dynamisch und wird kontinuierlich weiterentwickelt. Und das ist eben nicht eine Summe von Einzelmaßnahmen, die völlig unkoordiniert nebeneinander steht. Es ist zum ersten Mal der Ansatz, das Ganze nach Handlungsfeldern zu sortieren. Es wird auch nicht das alte Ressortdenken aufgegriffen. Nein, es werden Handlungsfelder definiert und in diese Handlungsfelder fließen die Maßnahmen aller Ressorts ein. Das gab es noch nie, das ist neu, das macht die ganze Sache transparent und das führt zum ersten Mal dazu, dass wir Themen auch vernetzt denken, ressortübergreifend verdenken. Und das ist doch das, was die Digitalisierung von uns erfordert, dass wir nicht mehr in Silos denken, nicht mehr in Ressorts denken, sondern vernetzt denken, Projekte gemeinsam angehen, Sachen teilen und gemeinsam voranbringen. Und genau das macht diese Strategie. Und natürlich gibt es auch eine Priorisierung. Schauen Sie einmal in das Handlungsfeld digitale Bildung. Da finden Sie ganz oben als erstes Priorisierung das Thema Digitalpakt. Der Digitalpakt war die prioritäre Maßnahme dieser Bundesregierung. Es lag nicht an uns, dass es so lange gedauert hat, das durchzusetzen. Doch jetzt sind wir mit den Ländern endlich zu einem Ergebnis gekommen. Seit gestern steht fest, die Bundesgelder können fließen für die Länder. Haken dran, umgesetzt. Jetzt müssen die Länder nur etwas aus dem Geld machen. Was erwarten wir in den nächsten Wochen und Monaten? Zum einen muss die Strategie fortgeschrieben werden. Was umgesetzt wird, muss abgehakt werden, damit es auch für diejenigen von Ihnen, die sich die Strategie anschauen, auch sehen, wie die Weiterentwicklung ist. Die Strategie muss an einigen Punkten konkreter werden, denn manchmal fehlten mir schon bei einzelnen Maßnahmen die großen konkreten Umsetzungsschritte. Beispielsweise beim Thema Experimentierklauseln im Arbeitszeitgesetz zur Erprobung flexibler Arbeitszeitmodelle. Das ist ein ganz typisches Thema, wo wir kein Geld brauchen, wo wir aber mit Flexibilität und damit, dass wir mal alte Zöpfe abschneiden, wirklich Bewegung in unser Land bringen, wie wir Zukunft gestalten und unser Arbeitsmarkt mal so aufstellen und unsere Arbeitszeitgesetze, dass sie den modernen Anforderungen Genüge tun. Hier wünsche ich mir vom zuständigen Bundesminister Heil, dass er auch konkrete Umsetzungsschritte in die Strategie einfügt und diese auch schnellstmöglich umsetzt. Nur dann kann die Strategie auch mit Leben gefüllt werden. Die Strategie muss weiterentwickelt werden, was den zeitlichen Horizont angeht. Wir können nicht beim Jahr 2021 stehen bleiben. Die Frage ist doch, wie wollen wir in 10 Jahren leben, in 15 Jahren leben, wie wollen wir in 20 Jahren leben? Und da stellt man sehr schnell fest, dass vieles, was wir heute getrennt denken, zukünftig zusammengedacht werden muss. Sei es die Energiewende, die Änderungen bei der Mobilität, das Thema vernetztes Wohnen zu Hause, die Anforderungen einer sich alternden, immobiler werdenden Gesellschaft. Das alles muss zusammengedacht werden. Und deshalb ist es wichtig, dass wir hier auch mal die langen Linien ziehen, dass wir schauen, wie wollen wir in 10, in 15, in 20 Jahren leben, damit wir diese Vernetzung und besser gestalten können und schon heute die Weichen stellen können, damit wir diese Ziele erreichen. Die Digitalisierungsstrategie muss Teil der klimapolitischen Strategie werden, der geopolitischen Strategie, auch der industriepolitischen Strategie. Und sie muss mindestens in den europäischen Kontext gestellt werden. Denn wenn man sich China 2025 anschaut, den Plan der chinesischen Regierung, wenn man sich die Entwicklung in den USA anschaut, wenn man die Unruhen in der Welt sieht und die technologische Aufrüstung, dann wird klar, die Welt sortiert sich neu. Und deshalb muss Deutschland Akteur sein mit Europa in der Welt und die Digitalisierungsstrategie ist eines der ganz wichtigen Instrumente bei dieser Entwicklung.
Schließlich muss die Strategie haushalterisch unterlegt werden. Und an der Stelle besorgt es mich schon, wenn der Finanzminister feststellt, dass wir ein Finanzloch von 25 Milliarden hatten und das erste Projekt, wo er vorschlägt zu sparen, ein digitales Projekt ist, nämlich den Digitalfonds. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in diesem Projekt der Digitalstrategie, da steckt Zukunft. Und ich will mich nicht in 10 oder 15 Jahren von meinen Söhnen fragen lassen, warum hast du die Hand gehoben? Für Grundrente, für Solidaritätszuschlag, für was auch immer, Betriebsrenten? Und warum hast du nicht dafür gesorgt, dass Gelder bereitstehen für KI-Forschung, für Breitbandausbau und für Wachstumskapital? Das sind die wirklich wichtigen Sachen, die wir umsetzen müssen. Diese Maßnahmen, die in dieser Strategie enthalten sind, das ist Zukunft Deutschlands. Dafür müssen wir auch die nötigen Haushaltsmittel bereitstellen. Wir freuen uns auf die weitere Umsetzung der Strategie. Als Unionsfraktion sind wir dabei. Nächster Redner ist der Kollege Uwe Schulz, AfD. Vielen Dank. Herr Präsident, meine Damen und Herren, die vorgelegte Umsetzungsstrategie der Bundesregierung ist spannend für jemanden wie mich, der aus der realen Unternehmenswelt kommt. Allein aus handwerklichen Gesichtspunkten, denn hier wird gezeigt, wie es nicht geht. Es werden Einzelthemen und Bruchstücke aneinandergereiht, es werden Vorstudien mit Erkenntnissen verknüpft. Die logische Abfolge von Vision, Ziel, Strategie, Umsetzung fehlt vollkommen. Und ich kann Ihnen sagen, meinem Bundestag in nur 17 Monaten erworbenes Gebild wird bestätigt. Kaum jemand in diesen weichen Sesseln hat die Funktionsweise komplexer Organisation jemals erlebt. Die in munteren Worten formulierte Umsetzungsstrategie nährt sich einerseits aus der ja leider gefloppten digitalen Agenda und andererseits aus den Ergebnissen der Enquete-Kommission 2013. Meine Damen und Herren, wir schreiben das Jahr 2019. Beleuchtet werden also mehr als 6 Jahre Erkenntnisse, angereichert mit Schwerpunktthemen aus den Ministerien. In der realen Welt, meine Damen und Herren, würde jeder Vorstandschef die Flucht ergreifen müssen, alleine wenn er die Hauptaktionäre nur das Vorwort seiner Umsetzungsstrategie liest. Machen wir uns bewusst, unsere Welt befindet sich in einem Zustand der maximalen Veränderung. Daher haben Wirtschaft und Bevölkerung einen Anspruch darauf zu wissen, in welchem Rahmen und unter welchen Bedingungen sie sich zukünftig bewegen müssen. Aktives Veränderungsmanagement zu betreiben, wäre eigentlich das Gebot der Stunde. Aber wirklich verändern kann nur, wer weiß, was er will und wer seine Ideen und die Zusammenhänge auch beschreiben kann. Aber ich sehe eher Ahnungslosigkeit. Ich sehe Ahnungslosigkeit im Megaprojekt der Gegenwart, was ausnahmslos alle gesellschaftlichen und politischen Themenfelder umfasst und betreffen wird. Unsere Unternehmen erwarten von der Regierung zu Recht verlässliche ordnungspolitische Rahmenbedingungen. Die Bürger hingegen müssen wissen, dass lebenslange Anstellungsverhältnisse ausgedient haben und neue Modelle für soziale Absicherung zu schaffen sind. Und Eltern müssen auf neue Ausbildungswege für ihre Kinder vertrauen können in der Welt der Digitalisierung. Aber hier keine Klammer über die vielen Herausforderungen, keine Verzahnung einzelner strategischer Ansätze. Alles in allem, meine Damen und Herren, eine handwerkliche Schlechtleistung. Und das sieht man auch beim Blick in die Einzelziele. Schwammige Formulierungen, politische Umschreibungen, aus denen man sich jederzeit herauswinden kann, prägen das Bild. Was ich vor allem vermisse, sind Zahlen und Beträge, die einen Überblick geben über Kosten der Umsetzung und den beabsichtigten Nutzen. Somit vermeiden die Autoren des Kataloges eine klare Messbarmachung. Nur nicht festlegen, das ist das Prinzip. Und noch etwas fällt dem geübten Blick auf, meine Damen und Herren. Der Umsetzungskatalog ist in Beraterdeutsch verfasst. Aufmachung und Aussagen entsprechen dem Werkzeugkoffer von McKinsey, Roland Berger und Co. Dieses
Werk ist gezimmert, meine Damen und Herren, von genau diesen Leuten, denen seit 2014 mehr als 700 Millionen Steuereuro in die Hälse geworfen wurden. Nun aber läuft uns die Zeit davon und solides Vorgehen ist gefragt. Und mir jedenfalls würde ein ehrliches, ein nüchternes Amtsdeutsch in einem solchen Dokument lieber sein als diese inhaltslose Marketingsprache. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Die Regierung muss nun endlich den Mut aufbringen, mit den Bürgern in den Diskurs zu gehen. Und sie darf auch mal zugeben, dass sie noch nicht weiß, was auf uns alle zukommt. Was Deutschland braucht, ist ein umfassender digitaler Masterplan und kein Stückwerk, wie es die Bundesregierung vorlegt. Vielen Dank. Dr. Jens Zimmermann. So, der nächste Redner ist Jens Zimmermann von der SPD, der heute Morgen schon bei uns im Phoenix-Interview war, der digitalpolitische Sprecher der sozialdemokratischen Fraktion. Meine Damen und Herren, die Digitalisierungsstrategie, die legt einen der wesentlichen Grundsteine für die Zukunft in Deutschland. Ich glaube, da sind wir uns alle hier im Haus einig. Es legt nicht nur die Grundlagen für die Zukunft unserer Wirtschaft, sondern eben auch die Zukunft für das Zusammenleben im Land, die Zukunft für die Gesundheit, für viele, viele Bereiche, die davon betroffen werden. Und deswegen ist es, ja, es ist ein Kraftakt, so eine Strategie. Glaube ich, in allen Ausschüssen spielt das Thema Digitalisierung eine herausgehobene Rolle. Und deswegen ist es richtig, diese Aktivitäten auch in einer gemeinsamen Strategie zu bündeln, meine Damen und Herren. Ganz klar, für uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ist da ein Bereich, der sticht sofort ins Auge. Das ist die Zukunft der Arbeit. Denn wir alle wissen, in den nächsten 5 bis 10 Jahren wird sich auf den Arbeitsmärkten, in den Betrieben einiges ändern. Und für uns ist klar, Digitalisierung in den Betrieben, die ist nur gemeinsam mit den Beschäftigten, mit den Betriebsräten und mit den Gewerkschaften zu gestalten. Und deswegen kann ich sagen, für das Arbeitsministerium und für Hubertus Heil und sein Team sind wir da auf einem guten Weg. Ich nehme mal ein Beispiel raus. Wenn es um diese Plattformökonomie geht, und wir nehmen mal das Beispiel der Lieferdienste. Viele hier im Raum haben mit Sicherheit zu später Stunde in Berlin diese Dienstleistungen schon in Anspruch genommen. Und wenn man sich jetzt die Frage stellt, wie ist es da eigentlich mit der betrieblichen Mitbestimmung geregelt? Es kann doch nicht sein, meine Damen und Herren, dass Menschen einzig und allein für eine Plattform arbeiten und am Ende werden ihnen sämtliche Rechte der Mitbestimmung nicht gewährt. Das wird es mit uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten nicht geben, meine Damen und Herren. Und da kann man schon ganz klar sagen, Hubertus Heil als Minister, das ist keine Ankündigung, daran wird gearbeitet und daran müssen wir auch in unserer Gesetzgebung arbeiten. Und es zeigt sich eben ganz klar, es geht nicht nur um Infrastruktur bei der Digitalisierung, es geht um alle Lebensbereiche, meine Damen und Herren. Und wenn ich dann aber natürlich die Infrastruktur als Basis des Ganzen mir anschaue, dann ist diese Debatte heute Morgen hier doch sehr, sehr merkwürdig. Ich nenne mal eine Zahl, weil ja angeblich zu wenig Zahlen genannt wurden. 5 Milliarden Euro. Heute werden wir hier im Hohen Hause das Ergebnis des Digitalpakts des Vermittlungsausschusses beschließen. Der Bund gibt 5 Milliarden Euro an die Länder, wo zweifelsohne die Zuständigkeit für Bildung liegt. Aber wir geben 5 Milliarden Euro, weil es so ein wichtiges Thema ist. Das ist konkret und das wird jetzt auch fließen, meine Damen und Herren. Und wenn ich den geschätzten Kollegen Janicek dann höre, ja, aber wer war denn derjenige, der bei diesem Thema blockiert hat? Das war doch bis zum Schluss Herr Kretschmann aus Baden-Württemberg. Also nicht hier die Krokodilstränen an dieser Stelle vergießen. Und ich sage noch mal ein anderes konkretes Thema. Schauen wir doch auf das Thema 5G. Schauen wir doch auf das Thema 5G, wo ganz konkret jetzt die Versteigerung angeht, wo wir uns, viele Kolleginnen und Kollegen im Beirat der Bundesnetzagentur, dafür einsetzen, dass in der Fläche die weißen Flecken geschlossen werden. Aber woher kommt denn jetzt schon wieder der Protest wegen der Handystrahlung? Da würde ich mir auch von euch mal eine ganz klare Aussage wünschen, liebe Kolleginnen und Kollegen bei den Grünen.
Und auch an der Stelle diskutieren wir doch momentan genau den entscheidenden Punkt. Was machen wir mit den weißen Flecken, wo es am Ende kein Mobilfunkempfang gibt? Da müssen wir auch darüber reden, am Ende öffentliches Geld in die Hand zu nehmen, um die letzten weißen Flecken, und hier sind ganz viele Kolleginnen und Kollegen aus dem ländlichen Raum, die müssen geschlossen werden, und am Ende muss auch Geld aus dem Digitalfonds dafür bereitgestellt werden. Wenn ich mir also anschaue, was in dieser Digitalisierungsstrategie ganz konkret, was man in 4 Minuten herausarbeiten kann, alles drin ist, dann haben wir damit eine gute Basis für die digitale Zukunft in Deutschland gelegt. Das heißt nicht, dass wir die Hände in den Schoß legen. Das heißt nicht, dass wir ganz oben schon in der Tabelle sind. Aber es ist auch bei weitem nicht so, wie hier von Teilen der Opposition dargestellt wurde. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Manuel Höferlin, FDP, ist der nächste Redner. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir wollen die Digitalisierung treiben, sagt die Staatsministerin vorhin. Und wir reden heute über eine Umsetzungsstrategie Digitalisierung, die wir vorliegen haben. Und ich dachte immer, und viele sagen das auch, es gibt einen Mangel an Kompetenz und Erkennungsbewusstsein in der Bundesregierung. Ich glaube, und es ist heute wieder klar geworden, es ist vielleicht sogar noch schlimmer. Es ist vielleicht sogar noch schlimmer, weil die Probleme werden ja richtigerweise erkannt. Im Koalitionsvertrag haben Sie eine hervorragende Problemanalyse niedergelegt, liebe Kollegin von der GroKo. Und auch jetzt in diesem Papier haben Sie in 111 Einzelmaßnahmen genau beschrieben, wo die Probleme liegen. Was allerdings fehlt, ist der erste Teil des Tagesordnungspunkts heute, nämlich die Umsetzung. Und das ist das Tragische an dieser Situation, dass Sie die Probleme erkennen, dass Sie wissen, was gemacht werden müsste, aber stattdessen eben nicht, wie Frau Beer es gerade sagte, ein digitaler Ruck durch Deutschland geht und Sie ihn antreiben, sondern stattdessen ein Papier schreiben und keine Folgen daraus erschließen können. Das ist tragisch. Es ist im Kern ein Man-müsste-mal-Papier. Und das wird dem Thema wirklich nicht gerecht. Wir haben auf 111 Seiten Dinge beschrieben, die die Mammutaufgabe derzeit in Deutschland, in Europa, in der Welt beschreiben, nämlich die digitale Transformation. Die digitale Transformation von Wirtschaft, von Gesellschaft und auch von Politik. Und gerade in der Politik findet sie bei Ihnen überhaupt nicht statt. Nein, Sie sagen ja, jeder ist jetzt Digitalminister. Wir haben 14 Ressortchefs, ein Kanzleramtschef, eine Staatsministerin, 16 an der Zahl. Wenn Sie noch mehr wollen, können Sie dazu nehmen. Der Staatsminister, die Staatsministerin und der Bundesminister für Digitalisierung und besondere Aufgaben ist da. Ansonsten sind die zu Recht die Staatssekretäre da, aber es ist eben nicht Chefsache heute im Kabinett. Und Sie haben auch sonst noch wahnsinnig viele Stuhlkreise dazu berufen. Ein Digitalrat, eine Datenethikkommission, eine Denkfabrik, eine AG Digitale Gesellschaft, Expertenworkshops, KI und, viele Berater. Und man würde eigentlich denken, da würde von außen externer Rat hineinfließen. Ich habe das ja mal abgefragt in einer Frage in die Bundesregierung und die Antwort war ja, die tagen alle halbjährlich, aber es gibt auch gar nicht einen wirklichen Rückkanal. Da fragt man sich, was soll da passieren? Und das erklärt aber auch, warum Sie heute in der Lage sind, 111 Projekte aufzuschreiben, die Sie, naja, halt aus den Ministerien beigeholt haben. Da hat jeder mal geschrieben, was er gerne zum Digitalen beitragen möchte, aber keine darüberliegende Strategie. Und das ist doch genau das Kernproblem, das wir in den letzten Jahren gesehen haben. Wir waren 4 Jahre im Bildungsurlaub, wir waren nicht hier, aber Sie haben eine digitale Agenda in der letzten Legislatur bereits aufgelegt. Und Sie hätten erkennen müssen, und das muss man wirklich Ihnen ankreiden. Sie hätten erkennen müssen, dass die letzten 4 Jahre gezeigt haben, dass eine Koordination, ein gemeinsames Vorangehen all dieser wichtigen Punkte, jeder dieser 111 Punkte ist wichtig, dass diese gemeinsame Koordination fehlt. Und Sie haben es widersträflich unterlassen, bei Kenntnis und bei Erkenntnis eine Strategie draufzusetzen. Das ist wirklich dramatisch, meine Damen und Herren. Glauben Sie denn wirklich, um mal konkret ein paar Dinge herauszugreifen, dass Sie bis 2022 sämtliche Leistungen der digitalen Verwaltung anbieten können, mit diesem Konzept oder mit diesem Nichtkonzept? Sie haben in den letzten
Jahren keine 10 Leistungen geschafft umzusetzen. Glauben Sie denn wirklich, dass wir bis 2025 ein Recht auf gigabitfähiges Internet bei den Bürgern etablieren können, so wie Sie das schreiben? Wo Sie in den letzten Jahren es noch nicht mal richtig hingekriegt haben, bis zu den Zielen 50 Megabit in die Breite zu kriegen. Die digitale Infrastruktur ist löchrig wie ein Schweizer Käse, mal ganz abgesehen davon, dass es sehr merkwürdig ist, dass Sie in die übernächste Legislatur ein Ziel für so etwas setzen. Das ist nicht Strategie, das ist Verschieben auf übermorgen. Was wir dringend brauchen, ist eine echte Koordinierung und einen echten Zeitplan, eine Strategie. Und wir schlagen vor, dass Sie endlich darauf hören und ein federführendes und koordinierendes Digitalministerium einführen, das diese ganzen Ressorts, diese ganzen Projekte verbindet, einen Plan macht, einen Strategieplan, Projekte daraus macht, mal Projektmanagement daraus macht und nicht Dinge in die übernächste Legislatur verschiebt. Dazu ist das Thema zu wichtig, meine Damen und Herren. Lassen Sie uns das doch gemeinsam machen. Dankeschön. Tabea Rösner, Bündnis 90 Die Grünen, ist die nächste Rednerin. Herr Präsident, meine Damen und Herren, was Sie uns hier stolz präsentieren, ist ein mit heißer Nadel genähter Flickenteppich. Es fehlen die wirklich innovativen und begeisternden Ideen, die den Menschen auch Lust auf Digitalisierung machen und die einen Weg in die Zukunft weisen. Und es fehlt der Blick fürs Ganze. Und liebe Nadine, schön, Ihre Rede kam mir so bekannt vor. Ich glaube, die haben Sie ähnlich schon mal so gehalten zur digitalen Agenda aus der letzten Wahlperiode. Aber auch damit sind Sie ja schon kläglich gescheitert. Und nehmen wir den Glasfaserausbau, lieber Sören Barthol. Wenn Sie nicht jahrelang erstmal in die komplett falsche Richtung mit dem Vectoring gewandert wären, dann wären wir beim Glasfaserausbau auch schon wirklich weiter. Und darum geht es jetzt. Wir müssen die digitale Infrastruktur wirklich schnell voranbringen. Und da braucht man auch wirklich Geld, das man in die Hand nehmen muss. Als Netz- und Verbraucherpolitikerin schmerzt mich aber eines ganz besonders. Das ist, dass das Justiz- und Verbraucherministerium bei der Benennung konkreter Vorhaben im Vergleich zu allen anderen Ressorts das Schlusslicht bildet. Gerade mal 5 Projekte der gesamten Strategie liegen federführend in dem Ministerium von Frau Barley. Eines ist fortlaufend, Verbraucherinformationen, wichtig, klar. 2 davon sind geteilte Federführungen und die 2 letzten sind Prüfvorhaben. Ja, ist Ihnen da wirklich nicht mehr eingefallen? Ich weiß, Frau Barley ist ja auf dem Absprung nach Europa und Digitalisierung ist auch nicht so ihre Leidenschaft. Aber ich muss Sie da warnen, gerade die wichtigen digitalen Themen werden eben in Brüssel entschieden. Und da muss sie sich doch noch mal anders aufstellen. Eine Leerstelle, die mich aus Ihrer Umsetzungsstrategie buchstäblich anschreit, ist der gesamte Bereich Open Data, Open Government und offene Standards. Im Koalitionsvertrag hatten Sie ja noch ein paar gute Ideen. Da haben Sie zum Beispiel die Einführung regionaler Open Government Labore für mehr Bürgerbeteiligung und die Einführung eines 2. Open Data Gesetzes versprochen. Davon findet sich aber wirklich gar nichts mehr in der Umsetzungsstrategie wieder. Dieses Loch im Flickenteppich zeigt den Bürgerinnen und Bürgern, dass ihnen nichts egaler sein könnte. Was für ein Armutszeugnis. Wo es aber hingehen muss, haben wir in unserem gerade frisch eingebrachten Antrag zu offenen Standards aufgezeigt. Obwohl offene Standards in vielen Lebensbereichen unendliche Möglichkeiten eröffnen, vernachlässigt die Bundesregierung genau dieses Thema sträflich und sie lassen so wichtige Chancen der Digitalisierung ungenutzt. In unserem Antrag führen wir konkrete Beispiele auf, wie eine echte, am Gemeinwohl orientierte Digitalstrategie aussehen sollte, damit auch alle Bürgerinnen und Bürger an der Digitalisierung teilhaben können. Und zum Schluss will ich noch einen ganz besonderen Punkt eingehen, nämlich wer diesen Flickenteppich eigentlich verbockt hat. Meine schriftliche Frage hat ans Licht gebracht, dass bei der Erstellung der Umsetzungsstrategie maßgeblich die Unternehmensberatung Capgemini beteiligt war. Also die Beraterseuche, die sich bereits durch die Ministerien, durch das Verteidigungsministerium, das BAMF und die KI-Strategie zieht, hat also auch die Umsetzungsstrategie ergriffen.
Auf die Bundesregierung wirft das jedenfalls kein gutes Licht. Es fehlt im Kabinett ganz offenbar an eigener Expertise. Diese muss aber dringend aufgebaut werden. Sonst sind wir auf absehbare Zeit dazu verdammt, für teuer Geld mit zusammengeschusterten und ambitionslosen Digitalisierungsplänen abgespeist zu werden. Und im Übrigen gehört die Zuständigkeit für Computerspiele nicht ins Verkehrsministerium. Vielen Dank. Tankred Schipanski, CDU-CSU, der nächste Redner. Tankred Schipanski ist der Sprecher für die digitale Agenda der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Ja, Präsident, meine Damen und Herren, lassen Sie mich zu Beginn der Debatte zwei, drei Worte zu dieser Urheberrechtsrichtlinie sagen. Das wurde ja in der Debatte auch schon angesprochen. Sie wissen, das Ziel dieser Urheberrechtsrichtlinie es war, das Urheberrecht an die heutige technische Entwicklung anzupassen. Und dieses Ziel wurde aus digitalpolitischer Sicht nicht genügend erreicht. Das haben die Digitalpolitiker aller Fraktionen umfangreich deutlich gemacht, in den sozialen Netzwerken, auf verschiedenen Podien. Aber ich denke, wir müssen jetzt dahin gucken, wo das Ganze entschieden wird, nämlich nach Brüssel, müssen dort bei unseren Kollegen einfach noch mal intensiv für die besseren Argumente, insbesondere mit Blick auf Artikel 13 und Artikel 11, werben. Ich möchte aber auch zur Versachlichung beitragen, was den Artikel 13 betrifft. Ich glaube, das, was gesagt wird, er zerstört das Internet, das ist wahrhaftig übertrieben. Die neuen Haftungsregeln tragen aber nicht dazu bei, dass Meinungsvielfalt und Benutzerfreundlichkeit steigt. Jetzt mit Blick auf unsere eigentliche Debatte. Digitalisierung gestalten bedeutet Zukunft gestalten. Es bedeutet konkret, jetzt dafür zu sorgen, dass Lebensqualität der Menschen in Deutschland weiter steigt, dass wir unseren wirtschaftlichen Wohlstand sichern und dass wir für den gesellschaftlichen Zusammenhalt sorgen. Und genau diese Ziele hatte die digitale Agenda 1 aus dem Jahre 2014 vor Augen. Und die haben wir ganz konkret weiterentwickelt in einem konkreten Aufgabenbuch, die digitale Agenda 2, diese Umsetzungsstrategie, um die es heute geht. Und die FDP war eben 2014 nicht mit dabei. Von daher kann man vielleicht verstehen, warum Sie bei der Wortstrategie immer so ganz aufgeregt sind. Wir hier legen die Priorisierung fest. Ich finde das Aufgabenbuch gut. Als Ausschuss Digitale Agenda können wir nämlich mit einem guten Monitoring genau schauen, wo kommen wir hin, wo stehen wir und wie läuft das Ganze. Einiges haben wir schon auf den Weg gebracht, lieber Dieter Janicek, auch in dieser Legislatur, ob ein Relaunch des Breitbandförderprogramms, ob die Mittel für die Gameförderung, ob die konkreten Maßnahmen für die Strategie künstliche Intelligenz, ob den Digitalpakt Schule, ob die Vorbereitung der 5G-Versteigerung. Also ich denke, wir sind da auf einem sehr guten Wege. Dennoch, für die Menschen soll spürbar werden, wie sich der Alltag durch Digitalisierung verbessert. Und da brauchen wir mehr Entschlossenheit, mehr Zusammenhalt und mehr Akzeptanz. Und zu jedem dieser drei Punkte möchte ich Ihnen ein Beispiel nennen. Nadine Schön hat es gesagt, mehr Entschlossenheit für Investitionen in die Zukunft. Auch hier nochmal der mahnende Blick Richtung Finanzminister. Dies müssen die prioritären Maßnahmen sein, die hier in dieser digitalen Agenda 2 stehen. Das sind Zukunftsinvestitionen. Das muss unsere Priorität im Haushalt sein. Meine zweite Botschaft: Bei mehr Zusammenhalt möchte ich auf weniger föderale Streitigkeiten eingehen. Die Digitalisierung wartet nicht auf Deutschland und viel zu oft aber erweist sich der Föderalismus als Bremse. Ich finde es traurig, dass bei den wichtigen Zukunftsthema wiederum die Bundesratsbank leer ist, weil wir hier wirklich gemeinsame Anstrengungen von Bundestag und dem Bundesrat benötigen. Jens Zimmermann ist auf den Digitalpakt Schule eingegangen, auf die Erfolge, die wir jetzt da hier gemeinsam erzielen. Aber ich möchte Ihnen auch in Erinnerung rufen, das ganze Thema digitale Verwaltung. Wir haben uns die Kompetenz für dieses Online-Zugangsgesetz teuer erkauft. Jetzt müssen wir das auch gemeinsam gestalten. Und dazu lade ich insbesondere die Bundesländer ganz herzlich ein. Drittes Thema, Akzeptanz. Wir brauchen mehr Akzeptanz für die Digitalisierung in unserer Gesellschaft. Man sagt ja uns Deutschen sehr gerne ein generelles Misstrauen gegenüber technischen Neuerungen nach. Und ich glaube, das trifft nur dort zu, wo ihr Nutzen nicht klar ist. Niemand benutzt eine App, die ihm keinen Vorteil bringt. Und daher hat es Doro Bär, glaube ich, richtig betont. Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Sie ist vielmehr ein Mittel zum Zweck. Und sie hilft uns, Probleme zu lösen. Sie erleichtert uns den Alltag, indem sie stupide Arbeiten abnimmt. Sie spart Zeit. Und der digitale Wandel bietet genau diese Chancen. Und das ist der Hebel, um mehr Akzeptanz bei den Menschen zu erreichen, für den Einsatz digitaler Technologien, für die Anwendung künstlicher Intelligenz.
Die Digitalisierungsstrategie stellt den konkreten Nutzen für den Einzelnen in das Zentrum. Sie stellt den Menschen in das Zentrum. Und diesen Nutzen müssen wir nicht nur nachlesen können, sondern wir müssen ihn spüren können. Dafür werden wir gemeinsam arbeiten. Vielen Dank. Elvan Kolkmaß, SPD, ist die nächste Rednerin. Herr Präsident, meine Damen und Herren, hier sind 154 Seiten Umsetzungsstrategie der Bundesregierung. Das ist ein deutliches Zeichen, dass wir nicht reden, sondern handeln. Unser Bekenntnis ist klar, ich zitiere, leistungsfähige Infrastrukturen sind Lebensadern unserer Gesellschaft. Dazu zählen in Zukunft besonders die digitalen Netze. Und ich bin überzeugt, Digitalisierung gelingt dann und nur dann, wenn sie bei jedem in unserem Land ankommt. Was heißt das konkret? Ganz einfach, auch die kleinste Milchkanne braucht Netz. Die mähdrescher Stadt Hasewinkel liegt in meinem Heimatkreis und deshalb weiß ich, dass die Zukunft der Landwirtschaft von einem guten Netz in der Fläche abhängt. Stichwort autonom fahrende Mähdrescher oder die Übertragung von Echtzeitdaten vom Acker direkt ins Büro. Und ich lade die Bildungs- und Forschungsministerin auch gerne mal zu einem Besuch zu uns ein. Als Sozialdemokratin setze ich mich schließlich für die Qualifizierung und Weiterbildung für jedermann ein. Und wie so oft, wenn man in Zukunft Dinge besser machen möchte, muss man, und das ist schon mal ein guter erster Schritt, aus Fehlern der Vergangenheit lernen. Und der Ansatz des privatwirtschaftlichen Netzausbaus ist weitestgehend gescheitert. Das müssen wir uns auch eingestehen. Wir haben dort Leitungen, wo es sich für Unternehmen lohnt, und ansonsten einen Flickenteppich, der nur mühsam und mit viel Aufwand geknüpft werden kann. Wirtschaftlichkeit ist der falsche Maßstab, wenn es um Daseinsvorsorge geht. Und gerade in ländlichen Regionen habe ich Diskussionen um weiße oder graue Flecken satt. Ich kann Menschen in Hesselteich nicht mehr guten Gewissens erklären, warum sie nur eine unzureichende und in manchen Fällen sogar gar keine Internetversorgung haben. Heute ist die digitale Anbindung Grundversorgung. Sie ist Daseinsvorsorge wie Wasser, Strom oder Heizung. Und das Gleiche gilt auch für die Wirtschaft. Kein Unternehmen wird sich in Regionen ansiedeln, in denen es Strom und fließendes Wasser, aber kein Internet gibt. Und der ausschlaggebende Standortfaktor ist schon lange nicht mehr die nächste Autobahnauffahrt, sondern die Datenautobahn. Und so mancher hat es auch schon verstanden. Ich habe da auch ein schönes Beispiel, das mich persönlich sehr freut. Den einen oder anderen wird es nicht wundern. Es kommt natürlich aus meinem Heimatkreis. Die Stadthalle hat sich auf den Weg gemacht und ist selbst aktiv geworden, wartet nicht auf Unternehmen, baut das Netz selbst flächendeckend aus, damit erst keine weißen Flecken entstehen. Und wir als Bund, das wünsche ich mir, sollten genau solche Beispiele auch aufgreifen, fördern, sichtbar machen und den Kommunenraum für Erfahrungsaustausch geben. Denn ich zitiere nochmal die Umsetzungsstrategie. Unser Ziel ist die Anbindung für alle, von überall und zu jeder Zeit. Aber so viele Worte zur Infrastruktur sollten auch reichen. Das ist schließlich Daseinsvorsorge. Das muss jetzt kommen. Und das hat hier hoffentlich der Letzte auch verstanden. Und die eigentliche Frage ist doch, was kommt jetzt? Wie schaffen wir es, dass alle gleichermaßen vom technischen Fortschritt profitieren und nicht abgehängt werden? Digitalisierung ist schließlich kein Selbstzweck. Sie muss das Leben der Bürgerinnen und Bürger vor Ort einfacher machen. Drei Schlaglichter aus der Umsetzungsstrategie. Digitale Behördengänge erleichtern den Alltag, intelligente Netze schaffen die Energiewende vor Ort, vernetzte Verkehrsträger lösen das Freiheitsversprechen für alle. Aber bei all den Chancen dürfen wir zwei Punkte nicht aus den Augen verlieren. Erstens, Digitalisierung muss alle Städte und Kommunen erreichen. Ich möchte keine hochtechnologisierten, smarten Städte und analoge gallische Dörfer. Und zweitens, ich möchte auch, dass das bei jedem Menschen ankommt. Ich möchte nicht auf der einen Seite die Smarties und auf der anderen die Abgehängten haben. Kurz, Digitalisierung darf unsere Gesellschaft nicht spalten. Die Umsetzungsstrategie der Bundesregierung ist da eine solide Grundlage. Vielen Dank. Elvan Kolkmaß war das für die SPD. Der nächste Redner, Uwe Kammann, war bis zum Dezember der digitalpolitische Sprecher der AfD-Fraktion. Dann ist er ausgetreten und jetzt fraktionsloser Abgeordneter hier im deutschen Parlament. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürger! Die fehlende Digitalisierungsstrategie ist in der Vergangenheit heftig kritisiert worden. Das Thema hatte nicht den notwendigen Stellenwert und es gab
Und es gibt immer noch eine Vielzahl von Gremien, die vor sich hinwerkeln, ohne ganzheitliche Verantwortung. Was wirklich fehlt, ist ein Digitalministerium. Die Ministerin haben wir ja schon mal. Was die Bundesregierung mit ihrer Umsetzungsstrategie jetzt vorgelegt hat, zeigt den Wunsch nach einem echten Aufbruch, und das ist lobenswert. Alle kritischen Bereiche sind adressiert worden und die Benennung der Themenfelder erscheint bei genauer Betrachtung handwerklich sauber ausgearbeitet, wenn auch leider ohne Priorisierungskonzept. Was aber leider erkennbar fehlt, sind wichtige Kontrollmechanismen. Gesteckte Ziele können nur geprüft und überwacht werden, wenn sie sauber beschrieben werden und mit einem konkreten Zeit- und echten Umsetzungsplan versehen sind. Was in der Industrie Standard ist, muss in Teilen der Bundesregierung anscheinend noch verinnerlicht werden. Wie soll denn die Umsetzung kontrolliert werden? Wo sind die zeitlichen Sollbruchstellen, an denen Kurskorrekturen vorgenommen werden müssten? Wie wird der Erfolg insgesamt bemessen? Die Bundesregierung will sich im Rahmen ihrer Umsetzungsstrategie auf Schwerpunkte konzentrieren, die die Ministerien als solche identifiziert haben. Ein richtiger und vernünftiger Ansatz. Gleichwohl hat man jede Menge Fragezeichen vor den Augen, wenn man an die damit verbundenen Prozesse denkt. Jedes Ministerium sollte digitalpolitische Maßnahmen umsetzen, und es sollen Synergieeffekte zwischen den Ministerien auch in Kooperation mit Wirtschaft und Wissenschaft greifen. Das klingt in meinen Ohren nach einer Mammutaufgabe von einem Heer von Beratern. Wie sollen diese Synergieeffekte identifiziert und gestaltet werden? Ist das vielleicht eine Aufgabe für Frau Beer als Staatsministerin für Digitalisierung, das Potenzial der Synergieeffekte greifbar zu machen? Wollen und können Sie, Frau Beer, den Koordinationsdreiklang Ministerien, Wissenschaft und Wirtschaft orchestrieren? Notwendig ist der angekündigte Umsetzungsplan für die angesprochenen Lösungsmaßnahmen. Wann wollen Sie den vorlegen? Ohne Konstruktionszeichnung ist der Ingenieur hilflos. Das gilt auch für die Konstruktion einer Digitalisierungsstrategie. Die Bundesregierung hat bislang beim Thema Digitalisierung häufig nicht den besten Eindruck vermittelt, was man unter anderem daran erkennt, dass von dem flächendeckenden Ausbau schneller Gigabit-Netzen weiter geträumt werden darf. Wer unbekanntes Terrain wie 5G positiv besetzen will und erobern möchte, muss neue Wege gehen, muss querdenken, muss Verantwortung in kompetente Hände legen. Mein Fazit bis heute: ein erster, wichtiger und richtiger Schritt ist getan. Endlich liegt ein Lastenheft vor. Jetzt heißt es, schnellstmöglich die Umsetzungsschritte detailliert darzustellen und zügig umzusetzen. Sonst steht diese Bundesregierung am Ende der Legislatur mit leeren Händen da. Vielen Dank. Voraussichtlich letzter Redner in dieser Debatte ist der Kollege Stefan Sauer, CDU/CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste auf der Besuchertribüne! Digitalisierung gestalten ist verbunden mit der Aufforderung, Orientierung zu schenken. Wir wünschen uns einen modernen Staat, eine leistungsfähige Wirtschaft und einen guten Arbeitsmarkt. Nach 70 Jahren erfolgreicher sozialer Marktwirtschaft stehen wir heute vor einer großen Herausforderung. Eine Weiterentwicklung dieser Erfolgsgeschichte auf digitalem Boden unter Einbindung der künstlichen Intelligenz. Die digitale Arbeitswelt und Wirtschaftswelt von morgen in Verbindung mit dem digitalen Alltag aller Bürger braucht in allen Generationen digitale Kompetenz bis hin zur Medienkompetenz und einem angemessenen Sicherheitsdenken. Die besondere Herausforderung liegt darin, dass wir in nahezu allen Lebensbereichen Veränderungen zu erwarten haben. Zur Digitalisierung lässt sich feststellen, wir müssen schneller und konsequenter in der Umsetzung werden, da stimme ich zu. Wir müssen aber auch akzeptieren, wer Chancen nutzen will, muss auch Risiken eingehen. Mit der Denke von gestern werden wir das Morgen nicht gestalten, denn der Transfer von der analogen Welt in die digitale Welt braucht gesetzliche Änderungen und den Abbau von Bürokratie, die Veränderungsbereitschaft der Gesellschaft, unermüdliche Forschungsaktivitäten, unternehmerisches Engagement und Risikobereitschaft und ergänzend die finanzielle Unterstützung des Staates zum Anschub von Investitionen und bei der Schaffung von digitalen Netzen. Die digitalen Netze sind neben Wasser, Abwasser, Strom, Gas
eine unverzichtbare Grundversorgung bereits heute. Made in Germany, made in Europe muss neben den großen Playern USA und China Akzente setzen, damit wir künftig auf dem Weltmarkt weiterhin eine zentrale Rolle spielen und den Wohlstand sichern. Nur wer Technik selbst entwickelt, kann diese mitgestalten. Unsere Werte müssen hierbei geteilt werden. Die Ethik muss in die Technik implementiert werden. Der Bürger erfährt über die Medien, dass wir in Berlin über die Digitalisierung diskutieren. Ja, ein Digitalkabinett, ein Digitalrat, eine Datenethikkommission, eine Enquetekommission künstliche Intelligenz, eine Enquetekommission berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt. Begriffe wie 5G, nationales Roaming und Blockchain komplettieren die Unsicherheit. Das Bedürfnis nach Orientierung wächst täglich. Einigkeit besteht nach meiner Wahrnehmung darin, dass die künstliche Intelligenz kommt und es die Digitalisierung in der Fläche und in jedem Haushalt braucht. Ja, Frau Kommatz, da würde ich mir wünschen, dass wir gerade in der aktuellen Diskussion ums lokale Roaming Ihren Finanzminister ein bisschen stärker davon überzeugen können, dass wir uns hier zu bewegen haben. Ebenso muss gelten, dass die künstliche Intelligenz den Menschen dienen muss. Doch wo ist der Mensch in der Digitalisierung betroffen? Was sind seine Chancen und Risiken? Die heute diskutierte Umsetzungsstrategie ist eine Antwort darauf. Denn wenn wir den Menschen in den Mittelpunkt stellen, ihn abholen, einbinden und auch entwickeln, uns mit den Sorgen, Ängsten und Unsicherheiten auseinandersetzen und diese auch abbauen, dann schenken wir Perspektive und Orientierung. Was betrifft mich wo? Wie kann ich mich einbringen und entwickeln? Wo ist mein persönlicher Nutzen von der Digitalisierung? Das vorliegende Papier dokumentiert dies auf rund 155 Seiten. Es ist faktisch ein Maßnahmenpaket und ordnet sich in 5 Handlungsfeldern. Unser Anspruch muss sein, alle Menschen sollen die Chance der Digitalisierung nutzen können. Sie sollen den digitalen Wandel selbstbestimmt mitgestalten und den Umgang mit den Risiken beherrschen. Dafür braucht es einen Überblick. Nun ist abgebildet, welches Ministerium arbeitet an welchen Vorhaben, welche Zielgruppen erfahren welchen Nutzen. Und für die, die noch weiter interessiert sind, sind die Ziele beschrieben, die Umsetzungsschritte und auch ein Teil ist über die Historie gesagt, für die, die nicht immer dabei waren. Fazit: Es ist ein Kompass für den interessierten Bürger und die Unternehmen. Ich danke all denen, die dies zusammengestellt haben und abgebildet haben und allen Ministerien, die daran arbeiten, insbesondere unserer Staatsministerin Dorothee Bär. Dankeschön. Damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlage auf der Drucksache 5810 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Sind Sie damit einverstanden? Das ist offenbar der Fall. Ist die Überweisung so beschlossen?